Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Urs Wiegehoff, ich bin der Medi-Urs. Heute müssen wir mal wieder über Survival und Notfallvorsorge ein wenig quatschen. Nehmt euch einen Kaffee, Intro, erklär der Attacke. Showtime, folks! In Ausnahme- und Notsituationen, die gerade über längeren Zeitraum andauern, wenn quasi braune, klebrige Masse auf den Ventilator trifft, wie es immer wieder so schön heißt, da werdet ihr früher oder später mit fünf Herausforderungen zu tun haben. Herausforderung Nummer eins, gerade wenn es im längeren Zeitraum ist, ist, dass ihr zu wenig trinkt, dass ihr dehydriert. Der gemeine Homo sapiens an sich trinkt so oder so per se in der Regel und meistens an anderen Tagen viel zu wenig. Mit Trinken meine ich jetzt nicht irgendwie einarmiges Reißen in der Halbliterklasse oder so, sondern mit Trinken meine ich Wasser, 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 Wasser oder Wasser. Bei denen, die es gewohnt sind, zählt auch der Kaffee durchaus mit in diese Bilanz mit rein. Und das ist alles nicht halb so witzig, wie es klingt, weil das kann richtig, richtig Kopfschmerzen, richtig Schwierigkeiten machen. Diejenigen von euch, die Marathon laufen oder im Leistungssport Fahrrad fahren oder was auch immer, werden es wissen. 1% Körpergewicht an Flüssigkeit im Wettkampf verloren bedeutet einen Leistungsverlust von über 10%. Dass ihr das mal so gehört habt, dass ihr das mal ganz locker sacken lassen könnt. 1 Kilo Körpergewicht an Flüssigkeit im Wettkampf oder im Stress oder wie auch immer verloren. 10% Leistungsverlust. Tschüssli Müsli, aus die Mausli. Ein weiterer Punkt, der euch gern und reichlich da draußen mal passieren kann, ganz egal, ob auch im Training, Survival, Bushcraft, was auch immer. Das sind kleinere Verletzungen an euren Werkzeugen, an denen hier. Und der Haken an der Sache ist, dass so ein Splitter, dass so ein Schnitt, wenn er tief genug ist, auch wenn der Splitter groß genug ist und sich tief genug ins Gewebe gezogen hat, Leute, dann seid ihr am Arsch. Das ist nicht, auch das ist nicht halb so witzig, wie es klingt. Da macht es durchaus Sinn, dass man ein entsprechendes, selbst ein kleines Pflasterset dabei hat. Das ist nicht teuer, das bricht jetzt nicht irgendwie den Zacken aus der Krone oder die Bank oder irgendwas in der Art. Macht's einfach. Was noch viel einfacher ist, dass man dafür Sorge trägt, dass sowas erst gar nicht passiert. Also Handschuhe an. Zum Thema Handschuhe, zum Thema meine Lieblingshandschuhe habe ich mich schon mal ausgekaspert. Das Video gebe ich euch einmal hier. Das sind die, die ich also hier auf dem Hof an unsere verschiedenen Helfer, Helferinnen, Helferanten, Helferiche oder auch nicht hier verteilen und die in der richtigen Größe selbst meine Kinder inzwischen anhaben und tragen. Und die sind wirklich gut. So. Ein weiteres Problem, was euch früher oder später ereilen kann, wenn ihr denn dazu neigt, ist Koffein oder Nikotinentzug oder irgendwelche anderen Stoffe, an die ihr, wie es so schön heißt, adaptiert seid. Nun ist es bei mir der Witz. Ich ohne Kaffee ist wie Trecker ohne Diesel, ist klar. Aber wir haben eine 48-Stunden-Übung gehabt und wir machen das relativ regelmäßig mit bestimmten Persönlichkeiten. Nach nicht mal 24 Stunden hat einer der Teilnehmer abbrechen müssen, weil der derartige Kopfschmerzen gekriegt hat. Und der Witz war, der hat genug getrunken, der hat genug Pause gekriegt, der hat genug geschlafen, weil das ist so einer der Punkte, wo wir in dieser Übung dann schon darauf achten, dass die Leute wenigstens genug schlafen. Weil auch das kann, aber ich komme drauf. Und das Ding war, dass die
schmerzmittelresistent waren, diese Kopfschmerzen. So, dann hat er zu Hause sich einen Kaffee oder unterwegs sogar schon einen Kaffee eingedrahtet. Und das muss so ein Gefühl gewesen sein, als würden die Saftenblasen um seinen Kopf rumplatzen. Hab das bitte im Hinterkopf, dass das passieren kann. Und versucht das ein wenig einzudämmen. Notfalls holt euch dabei irgendwie professionelle Hilfe. Das Ganze gilt logischerweise auch für Nikotin. Überlegt mal, jemand, der starker Raucher ist, steigt in Flugzeug, Atlantikflug, Atlantiküberquerung. Ganz doof. Na? Und nur mal so als Hinweis, das kann euch passieren. Probiert das bitte aus, wie ihr damit klarkommt. Was ich gerade eben angesprochen habe, gerade wenn es länger dauert, ist Schlafentzug. Die Eltern von jungen Kindern werden es wissen. Ihr seid fast 24, es gibt Phasen im Wachstum eures Zwerges, da seid ihr fast 24 Stunden durchgängig auf den Füßen. Und das Ding ist, damit kann nicht jeder umgehen. Damit kommt nicht jeder klar. Und irgendwann braucht auch ihr einen Moment der Ruhe. Was zum Beispiel schon sehr, sehr viel bringt, ist dann zwischendurch einfach mal, gerade wenn es dann ums Kind geht, wenn das Kind dann mal einen Moment schläft, selber die Füße hoch und einfach mal die Viertelstunde die Augen verdrehen und die Schnauze halten. Und der Witz ist, dass man nach so einer Viertelstunde wieder für die nächsten Stunden sehr, sehr gut funktioniert. Das ist also kein Witz, das ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen. Ansonsten kann euch dieser Schlafentzug nämlich dahin treiben, dass ihr keine vernünftigen, keine klaren Entscheidungen mehr treffen könnt. Was in Ausnahmesituationen ein kritisches Ding ist und was euch wirklich um die Ohren fliegen kann. So, ein weiteres Ding, was euch um die Ohren fliegen kann, ist die Unterkühlung. Ich sitze hier jetzt draußen bei bummelig 5 Grad. Und selbst bei stabilen Plusgraden kann es euch passieren, dass ihr unterkühlt. Na, wenn ihr die falsche Kleidung anhabt, es fängt jetzt an zu regnen, ihr könnt euch nicht irgendwie irgendwo unterstellen, ihr könnt nicht die Klamotten wechseln, dann kann die Nummer sehr, sehr schnell sehr, sehr eng werden. Und da ist mein Tipp Nummer 1. Und dazu greife ich wie immer in meine rechte Oberschenkeltasche am Tourniquet und der Traumabandage vorbei. Das ist eine Rettungsdecke. Ja, habe ich in der linken Oberschenkeltasche. Ja, weil ich es kann. Ja, weil ich es begriffen habe. Das gute Stück funktioniert nach dem Prinzip der Reflexion. Das heißt, Mademoiselle Rettungsdecke braucht Zwischendecke und derjenigen Persönlichkeit, die sich da drin eindreht, bummelige 5 cm Luft. Das ist nicht viel, aber sie braucht Luft darunter. Keine Luft zwischen der Person und der Rettungsdecke, keine Reflexion. Das ist so ähnlich wie keine Arme, keine Kekse. Finde ich, ist eine ziemlich geile Sache. Wenn man es richtig anstellt, schützt sie vor Wind. Wenn man es richtig anstellt, schützt sie vor Regen. Alles gut, solange ihr euch da drin nicht eindreht, wie Hertha die tanzende Fleischwurst. Zur Rettungsdecke, zur gemeinen Rettungsdecke an sich, habe ich mich auch mehrfach ausgekaspert. Wenn ich ein gescheites Video finde, gebe ich euch das da oder halt den entsprechenden Ordner, wo es abgelegt ist. Kinders, das war so die Kürze, die Würze. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn. Happy Himmelfahrt. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woo-hoo!